Hallo Freunde, herzlich willkommen wieder bei Chris Hilton, potente Gesundheitsküche. Heute war ein richtig schöner Tag, Sonne draußen und so weiter. Da kommst du dir vor wie in Italien, mediterraner Flair. Und was fällt uns da ein? Pasta natürlich fällt uns ein. Und was fällt uns ein, wenn uns Pasta einfällt? Meistens nicht mehr richtig viel, ne? Da fällt uns Tomatensauce ein, Bolognese-Soße, Schinken-Sahnesoße. Also mir fällt da nicht mehr viel ein. Aber mir ist was eingefallen und deswegen machen wir heute mal ein bisschen was Besonderes. Schmeckt wirklich gut. Also, und was brauchen wir? Ich habe gekauft Farfalle, Vollkornnudeln. Bei mir gibt es ja nur Vollkornnudeln in der Küche. Ihr könnt allerdings auch Spaghetti, normale Spaghetti machen, das obliegt euch. Dann Austernpilze, Schinkenstücke, an Gorgonzola. Bei dem Gorgonzola braucht man nicht viel und diejenigen von euch, die kein Gorgonzola gerne essen, die können auch einen anderen Käse nehmen, einen Käse eurer Wahl. Wie gesagt, brauchen wir eh nicht viel davon. Eine Zwiebel, eine Bio-Zitrone und eine Handvoll Cocktailtomaten. Dazu ein Balsamico-Essig und ein gutes Olivenöl. Und zwar so ein gutes, dass man sich auch mal auf den Salat drauf tun kann. Also eins, das man nicht verkocht und verheizt sozusagen. So, ich fange an, ich schneide die Zwiebel klein, die wird angeröstet, schäle die Austernpilze, die werden auch angeröstet, das zeige ich euch dann gleich alles, indem ich die Kamera umstelle. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich am Herd. Bis gleich. So, wenn das Öl heiß genug ist, ist es, dann packen wir als erstes die Zwiebeln rein. Die Fernbedienung tun wir weg. Und während die Zwiebeln glasig werden, schneide ich schon mal die Austernpilze klein. So Freunde, ich habe das also so gemacht, dass ich die großen Pilze in der Mitte durchschneide und die etwas kleineren Pilze, die löse ich einfach nur aus dem Pilz raus. Jetzt noch zwei kleine Infos. Das erste ist, die Austernpilze nicht waschen, sondern so wie sie sind, putzen. Das heißt also mit einem Tuch abwischen, wenn Dreck dran ist. Und auf den Austernpilzen ist gerne mal ein weißer Flaum drauf. Da kommt schnell der Verdacht auf, dass die schlecht sind, die Pilze, oder dass das verschimmelt ist sozusagen. Da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Das ist vom Pilz selber eine Schutzschicht, das sogenannte Myzel. Und wenn die eine haben halt mehr, die anderen haben ein bisschen weniger, aber da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Könnt ihr bedenkenlos dran lassen und essen. Die Pilze sind gut. Am Anfang, wenn ich die Austernpilze drin habe, dann tue ich gerne mal ein bisschen einen Deckel drauf, damit die sozusagen das Wasser verlieren. Und wenn sie dann das Wasser stark verloren haben, dann tue ich den Deckel runter und dann werden sie kross. So, mittlerweile sind die Zwiebeln braun und die Pilze kross. Jetzt tue ich eine Portion Gorgonzola oben drüber. Nicht viel. Da könnt ihr aber auch, wie gesagt, einen anderen Käse nehmen, wenn euch der Gorgonzola nicht schmeckt. So, der Käse ist verlaufen. Das sieht man jetzt hier schön. Dann packen wir die Schinkenstücke rein. Ich habe da welche ohne Fettrand gekauft, also so ganz magere. Nehme auch deutlich Temperatur jetzt raus. Hinten kocht das Wasser schon. Zeitgleich können wir die Nudeln reintun. Dann können wir jetzt die Tomaten mit dazugeben. Wie gesagt, nur noch eine kleine Flamme. Da wir ja hier eine kleine Flamme haben und die Tomaten uns natürlich auch die Temperatur ein bisschen runtergenommen haben, können wir jetzt weiterarbeiten. Wir tun einen Schuss Balsamico rein. Zitronensaft, einer halben Zitrone und Olivenöl. So Freunde, noch ein paar Minuten durchziehen das Ganze. Wie gesagt, Nudeln könnt ihr nehmen, welche ihr wollt, da könnt ihr auch Spaghetti nehmen. Für die Freunde, die jetzt gerne natürlich Parmesan oben drüber tun möchten, dem steht nichts im Wege. Die Austernpilze werden im Übrigen auch Kalbfleischpilze genannt. Ob sie jetzt wie Kalbfleisch schmecken, weiß ich nicht, aber sie schmecken sehr gut, haben einen guten Biss. Und auf Facebook läuft ja gerade meine Umfrage, was ich als nächstes kochen soll. Bis jetzt sieht es so aus, als ob wir uns das nächste Mal sehen, wenn ich Steak mache. Also Freunde, danke fürs Zuschauen. Kocht's mal nach, schmeckt wirklich gut und Carpe Diem. Ciao.